längere Haare hatte. Ja, und er sieht ein bisschen aus wie Quint. Nur, dass er weniger lange Haare hat, aber trotzdem. Ja. Du magst zwar nur ein Nebenakteur, du bist, magst zwar nur ein Statist sein, aber du bist immer noch ein Schauspieler. Du solltest zumindest die Szene auschecken, in der du sein wirst. Da hat er eigentlich recht. Ich meine, Statisten sollten ja eigentlich auch in Rolle sein. Sie mögen zwar nicht so wichtig erscheinen, aber wie ich schon mal gesagt habe, mit Worldbuilding sind halt auch Statisten wichtig. Mhm. Weil man merkt es besonders in Spielen, wo es keine NPCs gibt, die rumlaufen. Sie wirken relativ leer. Man braucht diese Statisten, die keine wichtige Rolle haben, aber im Prinzip diese Welt lebhafter machen. Mhm. Oh, oh Gott. Und wenn die dann irgendwas macht, dann wirkt es nicht glaubhaft. Verstanden. Also spielst du den Bösewicht. Scheint, dass du eine Menge Szenen mit Tsubasa. Ich dachte, er hat nur einen Cameo-Auftritt. In der ersten Part hieß es auch wahrscheinlich so, nee, wie Anders, du kriegst jetzt eine Hauptrolle oder so. Der Maho-Teil. Ist Uribe wirklich... Ist Uribe nicht eine komplette Amateurin? Sag bloß, du hast schon ins... Wobei... Spielt er eigentlich in Labyrinth of Love selbst mit? Oder singt er da nur den Titelsong? Ich glaube, er spielt da selbst mit. Es wurde gesagt, dass er auch selbst mitspielt und gleichzeitig das Opening gesungen hat. Es ist leicht zu sehen. Gut, das machen ja viele tatsächlich. Das merkt man besonders bei Anime sehr gerne, dass wenn sie können, sie, jedenfalls besonders bei Musik-Anime, einfach welche von den Voice-Actern nehmen und als Sänger hin platzieren. Das Einsingen, ja. Mhm. Ja, ist sie. Also wenn ich Yashiro so jetzt so sehe, kommen mir ein paar Ideen für ein paar Pokémon. Wegen seinem Aussehen oder was meinst du? Tsubasa hat vor kurzem erst Schauspielstunden genommen. Anscheinend hat der Präsident von Daiwa TV sie in dieses Casting gezwungen. Warum wird er einen Anfänger in der Hauptrolle haben wollen? Da muss ein größeres Motiv im Spiel sein. Hm, ist ja absolut gar nicht vielleicht, dass Daiba TV irgendwas vorhat. Ich weiß gar nicht, was los ist. Jetzt denke ich immer noch über fehlende Klassen nach. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Ich krieg's auch nicht mehr aus dem Kopf. Also, Fire Emblem hat ja allgemein sehr, sehr viele Klassen. Manche Klassen werden auch nur für ein Game oder so benutzt. Beziehungsweise sind gleichstellend zu anderen Klassen. Wie zum Beispiel, oh Gott, die Klasse, die unter anderem, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen aus Ferox vergessen. Basilio. Basilio. Ja. Basilio hat, glaube ich, auch so eine Klasse, die relativ einzigartig ist, da sie vor Awakening erst, ich glaube, es wurde ein paar Games übersprungen, bevor es wieder in Awakening aufgetaucht ist. Dann wurde wiederum Fates... Genau, Zack, Schloss gab es einen Krieger. Aber andere, aber der hat auch keinen Bogen. Ich meine, der hat ja keinen Bogen, nö. Das war ja die Klasse mit Bogen und Axt. Oder auch sowas wie, oh Gott, gibt's nicht auch Kriegsheiler? Das oder Kriegsheilige, das wurde zum ersten Mal mit einem Awakening eingeführt. Und dann gab's so ähnliche Variationen in Fate, halt mit dem Priester aus Hoshido und dann ist es eine DLC-Klasse in Three Houses. Du hast recht, es gab noch Beast Units in allen möglichen Teilen, aber ich glaube, Beast Units sind zu speziell, weil man kann jetzt zwar sagen Beast Units, aber die sind in jedem Game anders. Was und ich glaube, Bogenritter oder sowas. Halt diese Variation von berittenen Einheiten fallen mir dann auch ein. Also in Shadow Dragon selbst gab es, glaube ich, auch keine Beast Unit, mal abgesehen von Tiki. Aber das ist ja auch wieder Drache. Drache ist wieder eine spezielle Einheit von Beast Unit. Und in Awakening gab es halt nur die Targuels. Deswegen, es wäre eine Möglichkeit, aber ich schließe es einfach mal dadurch aus, dass wir bisher gar keine Beast Units hatten im Game. Dann gäbe es eventuell ja auch sowas wie den Beast Slayer als Waffe, oder? Das wäre dann Horse Slayer. Aber Horse Slayer hilft ja nicht gegen Beasts. Ja, Bestien gelten als Horses. Weil wenn du ich bin da mal kurz weg. Bis später. Bis später, Ridley. Also wenn du nochmal Awakening spielst und dann schaust bei den Targuels, die haben das Pferdezeichen als Schwäche. Echt? Okay.
Ja. Weil ich dachte, es gab extra eine Beast Slayer-Waffe, die sowohl gegen Targets auch gegen Drachen hilft. Nein, es gibt einen Bestientöter, aber der ist dann für Pferde, die Pegasus und für die Targoyles. Oh, ich dachte auch für die Drachen. Nö, da gibt's ja den Drachentöter. Oh Gott, zu kompliziert teilweise. Aber, ich denke halt besonders an die Awakening-Klassen. Ich meine, es gibt ja zwischendrin auch immer wieder Klassen, die auftauchen, aber halt nicht in Awakening oder Shadow Dragon vorhanden sind, oder? Aber wie du gemeint, normale Heiler sind nicht da, aber ich bezweifle, dass jetzt noch jemand kommt, wenn Tsubasa so auf Heilung gepusht ist. Was mir gerade eingefallen ist, gab es in Shadow Dragon eine Heilerin, die hieß Lena. Das hätte gerade so Lena ein. Kommt ins Game. Ja, Lena. Ein Motiv. Hallo, im selben Game wie Tiki. Oh Gott, Shipping erstmal. Denkst du, es gibt eine versteckte Lena Bedeutung hinter dem Casting? Heilerin Lena und Tiki. Was? Ich bin Shadow Dragon? Ja. Ja, da gibt's eine Heilerin. Ich kann dir ein Bild von ihr schicken. Ich hoffe, das spoilert nicht so viel. Du bist bizarr. Fragst du mich wirklich nach deiner Meinung? Wir standen auf den gegenüberliegenden Seiten. Du hast mich als Feind bekämpft. Und hast eigentlich auch gesagt, dass das nächste Mal, wenn wir uns gegenüberstehen, du gewinnen wirst. Aber das hast du schon mal vergessen. Ja, genau. Bist du eigentlich wirklich unser Feind? Du hast zwar gegen uns gekämpft, aber du bist nicht unser Feind. Bist du wirklich unser Feind? Ich glaube, ich war derjenige, der dir eine Frage gestellt hat. Hast du sie jetzt privat gestellt oder in den Server rein? Oder sie ist verschwunden? Jetzt ist sie wieder da. Ich musste nur ein gutes Bild finden, deswegen war ich so still. Weil sie ja Shadow Dragon gibt so viele Artworks von ihr. Ich nehme einfach das aus dem Kartenspiel. Da kennt man sie ganz gut. Und das ist ansehnlich für euch. Oh, hinter unter Bilder. Oh, es gibt einen neuen Charakter in Husamo. Wenn du wirklich gegen uns bist, hättest du uns einfach zerstören können. Und die Tiki mit Gewalt nehmen können, wenn du es gewollt hättest. Er hat uns auch zerstört. Ruhe gelassen, als sie sagt, dass sie ihn nicht kannte. Aber das hast du nicht. Also denk ich nicht, dass du unser Feind bist. Nein. Und ich habe ein Bild reingestellt. Lena, die Heilerin. Sieht auch fast aus wie Lena. Wait a second. Oh Gott, aber sie hat diese unglaublich unbequeme Heilerkleidung an, bei der ich mich immer frage, wie man sich da überhaupt einen Millimeter drin bewegen kann. Die sieht so hauteng an den Beinen aus. Wie stolpert man da nicht die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich will kaum sagen, dass das ein stabiler Grund für Schlussfolgerung ist. Ist etwa wegen deinem Vater? Wenn du untersuchst, was vor 5 Jahren passiert ist, vielleicht könnten wir... Du bist wirklich bizarr. Bist du Jojo? Ich wollte schon sagen Jojo. Ist das eine Jojo-Reference? Hä? Geh mir einfach aus dem Weg. Aber... Geh einfach aus meinem Weg. Er will nicht mehr mit dir reden. Geh einfach aus meinem Weg. Tokuyami will nicht mit dir reden. Mano. Aber Tokuyami. Das kommt doch Dark Shadow noch. Oh Gott. Oh, da ist... Nein. Hi, wer bist du denn? Oh, ich muss ihnen einfach nur meine Action-Skills zeigen. Da werde ich beim nächsten Mal eine Main-Rolle werden. Ja, sicherlich. Genau so funktioniert das. Guck mal, sie hat die wichtigste Rolle im ganzen Stück.
Oh nein, ich bin das Opfer der ersten Folge. Beste Rolle überhaupt. Ja. Erinnert mich daran, als wir mal eine Art Horrorkomödie gedreht haben vom Chor aus und unsere Leiche es nicht hingekriegt hat, richtig eine Leiche zu spielen, weil sich andauernd bewegt hat. Wow. Tolle Leiche. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Oh nein, nicht dieses Lied. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall liegt Blut, doch ich habe es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Ah, ich hasse mein Musikgedächtnis. Warum habe ich immer die Lyrics automatisch im Kopf? Hm. Ich bin ein Detective. Ich arbeite mit dem Main Character. Die unterstützende Rolle? Ich wollte eigentlich auch Teil der Hauptrollen sein. Feels bad. Kiria? Du gehst heute zum Filmset als Statist, nicht wahr? Ein Ratschlag von mir, den ich dir beim Schauspiel geben kann. Aber ich denke, die Erfahrung macht dir. Ich kann dir nicht viel Ratschlag geben, aber die Erfahrung ist, kann dir wohl am meisten helfen. Vergiss das nicht, Itsuki. Domo. Hallo. Domo. Hallo. Domo. Hallo. Random Guy X Tsubasa Scene. What? What? Ich hab gehört, Eleonora Yumizuku wurde auch für die Rolle des Maho vorgeschlagen. Aber anscheinend wurde die Rolle einfach von ihr genommen. Ja, Ellie wird nicht so begeistert sein. Ehrlich gesagt denke ich, dass Eleonora wahrscheinlich besser da reinpassen würde als irgendein neues Newbie-Idol. Besonders, da sie Schauspieltalent hat. Ich will eine Hollywood-Schauspielerin! Stillgeil. Naja, nicht nur die beiden haben Hauptrollen. Ellie hat ja auch irgendeine Rolle bekommen. Der neue Präsident der Station scheint wohl irgendeinen Gefallen an Tsubasa gefunden zu haben. Also wurde sie die Hauptrolle. Oder so habe ich es jedenfalls gehört. Direktor Tarantino ist wirklich sehr, sehr, sehr wählerisch, was seine Rolle angeht. Also glaube ich, dass es ein bisschen viel ist für jemanden Neuen, wie sie das zu machen. Was sagt Ellie dazu? Tsubasa, bist du nervös, Tsubasa? Du bist gerade netter, als ich gedacht hätte, Ellie. Ich dachte, du wärst etwas wütender, dass du die Rolle nicht bekommen hast. Nein, ich denke nicht. Ich bin nervös. Mein Kopf ist über, du weißt, aus Gründen. Hey, ja. Die Spüle ist furchterregend und... Fast Lampenfieber. Lampenfieber. Und das ist auch noch ein ziemlich schrecklicher Fall. Was? Ellie x Shiro x Tsubasa x Random Guy mit Itsuki im Hintergrund. What? Hörst du? Du bist die Hauptrolle, Tsubasa. Du wirst jetzt mit voller... Du wirst voll reinfahren und dem Direktor das geben, was du hast. Das ist der Hollywood-Geist. Ich finde immer noch, dass ihr Outfit etwas komisch ist, dadurch, dass es so tief hängt. Ups, dadurch. Ja, das ist ja so ein Kleid, was auch dazu gemacht ist, dass man auch ein Oberteil drunter trägt. Sie trägt aber kein Oberteil drunter. Die Bluse, die da drunter ist. Das zählt getrennte, nicht. Das sind getrennte Kleidung. Also du siehst erst diese Bluse und dann dieses Kleid drüber. Okay. Das ist nicht alles in einen vernäht. Oh Gott, diese Frisur. Ja, sprich ihn bitte. Dem besten Direkt.
machen kannst. Okay, alle. Zurück auf die Position. Ah, fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben. Mal sehen, ob er noch einen Dialekt bekommt. Oh, ein Drachi. Aber das bedeutet, das war alles ein Teil des Plans vom Serienkiller, auch bekannt als Hip Hunter. Hip Hunter. Wäre ich in der Lage, so einen Kriminellen zu schnappen? Achu. Bis gerade eben klang es doch einigermaßen gut, aber das Niesen war gerade so, Hachu. Das, ich weiß nicht, übertöne ich zu Basa? Ja. Sie klingt sehr monoton, aber sie klingt nicht so schlecht, finde ich gerade. Okay, das Problem ist sogar eher, dass sie ja schon, dass sie monoton klingt. Das fängt ja richtig an, interessant. Es gibt hier keinen lebendigen Krieger, den ich nicht schnappen kann. Warte nur, Hip Hunter. Zeit, dir Verstand einzuprügeln. Cut! Was zum Teufel ist das für ein Schauspiel? Wir tun das nochmal. Tut mir leid. Aber das bedeutet, das war alles Teil des Clans vom Serienkiller, bekannt als Hip Hunter. Jedes, ich spiele nur meine Rolle. Wäre ich in der Lage, so einen Kriminellen zu schnappen? Come on! Sie muss es ernsthaft machen. Mao hat Angst vor einem Mörder, der hier frei rumläuft. Sie wundert sich nicht über verdammte Einkaufsliste. Ich bin auch nur meine Rolle. Verstanden. Aber das bedeutet, das war alles Teil des Clans von Serienkiller, bekannt als Hip Hunter. Ich muss vielleicht etwas ängstlicher sprechen, so, aber. Das bedeutet, es war doch alles Teil des Serienmörders, der auch als Hip Hunter bekannt ist. Ich will. Oh mein Gott. Nicht mehr so monoton? Sie redet ein bisschen weniger monoton, aber. Ach so, ein bisschen weniger, okay. Aber immer ich meine gerade, wie Tsubasa das machen müsste. So ein bisschen mit einem Zögern in der Stimme. Ist das aber ganz schnell reden. Teil seines Plans? Das ist alles Teil des Plans vom Serienkiller, auch bekannt als Hip Hunter. Und wenn man selbstsicher ist, halt wirklich langsam, laut und deutlich sprechen. Ich habe nicht viel Erfahrung im Voice Acting, aber besonders sowas hilft mir eigentlich auch, das zu üben. Cut, cut, cut! Das war Müll! Buchstäblich Müll! Wie erwartest du, dass das Publikum jemals denkt, dass dieser Typ gefährlich ist? Okay, Beruhigung. Das war alles für heute, Leute. Bringt mich nicht mehr zu Weißglut. Es ist endlich vorbei. Ich hab's gesagt und ich werde es nochmals sagen. Ich will, dass die View-Rating auf jeden Fall über 50% für diese Show sind. Mindestens. Das ist ganz schön utopisch. Ich möchte absolut keine. Nö, das ist schon wieder der alte Terracino-Review haben. Also, gebt euer Bestes. Wenn ihr nicht rausgeschmissen werden wollt. Ich kenne die Stimme von dem Typen irgendwoher. Ich habe keine Ahnung, woher. Und das bedeutet, Uribe, vorne und. Was? Front and Center? Angetreten oder so? Angetreten. Was? Ich dachte, du sagst, du warst fertig für heute. Was zum Teufel soll ich bitte tun? Du bleibst hier, bis du verstehst, bis du den Verstand, die Seele von Mao spürst. Verstanden? Bereite dich vor, Uribe.
mag sein Outfit. Auch wenn die Hose komisch aussieht. Oh Mann. Scheint, als würde sie in die Höhle des Direktors reingezogen werden. Das klingt falsch. Ich glaube eher, dass sie ja jetzt sie trainiert. In dem Sinne so. Ah. Weißt du, nach Deathmark klingt das auch falsch. Oder nach Persona 5. Er hat dich ins Lehrerzimmer. Du hast recht. Ja, ich bin gerade im ersten Dungeon von Persona 5, deswegen. Ja, wie schon gesagt, bei Deathmark gab es ja auch bei der Hintergrundstory von Hanahiko die Tatsache, dass er ihn trainiert hat. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich auf die Schauspielkunst bezogen. Wirklich. Hoffentlich. Ja, ich kenne das Spiel Kack. Achso. Oh, er ist so versessen auf sie. Er gibt ihr keine Gnade wegen ihres Schächten-Schlauspiels. Schächten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Rolle neu besetzt wird. Ja, Shiro ist auch manchmal so, Kommentar, ich geh dann mal. Ja. Ich hoffe, hier geht's gut. Das ist etwas, was du Faser alleine schaffen musst. Tarachinos Training ist hart. Und die Leute bekommen Albtrommel danach, aber wenn du es aushältst, lernst du eine Menge. Klingt so, als würdest du eine Menge darüber wissen. Wahrscheinlich, weil sie eine Menge darüber weiß. Oh, ich habe mit Tarachin auch vorher gearbeitet. Oh, natürlich. Also, was für eine Art von Person ist er denn? Du kannst sagen, er ist sehr leidenschaftlich, aber deswegen hat er auch solche hohen Standards. Sein Perfektionismus hat ihn nicht eine Menge Freunde gewinnen lassen, aber man kann nicht abstreiten, dass seine Arbeit unglaublich ist. Aber ich bin nicht gekommen, um über den Direktor zu lästern. Ich wollte ein bisschen üben und du kommst am besten auch mit. Ja, warum lädst du nicht zu Bar sein? Weil sie vielleicht gerade selbst eine Übungsstunde hat? Und Jetis, du nimmst gerne die Rolle. Okay, Sleezing Detective Jetis, ihr habt gehört. Sicherlich. Aber ich werde sicherlich nicht langsam angehen. Was? Nee, aber werde ich dich nicht etwas runterziehen? Ich bin schließlich ein Anfänger. Ich erwarte nicht, dass du nicht wirklich Schauspielleistung von dir, also musst du dir keine Sorgen darüber zu machen. Du musst nicht so direkt darüber sein. Also wenn ich in Laune dazu bin, werde ich dir ein paar Hollywood-Schauspielübungen geben. Selbst als Statist sollst du die Grundlagen vom Schauspiel kennen. Also werde ich dir helfen, wenn du willst. Wie ich werde beim Lessonstudio sein. Lass mich nicht warten. Wie geht es erstmal ganz woanders hin, natürlich, Ellie? Boom Palace. Ich bin im Lessonstudio direkt angefangen. Ich bin der Nieringtöter. Bestimmt geht es. Und wer spielt Yashios Rolle? Hey Barry, ich möchte lass du hier benutzen. Ist es okay? Mira ist der Serienkiller, das heißt, du hast Yashios Rolle. So, ich dachte, Yashiro ist jetzt der Serienkiller? Okay. Egal. Wenn ich mich korrekt erinnere, gab es keine Buchen, richtig? Ich wollte mich mit Itsuki dort zu treffen. Nur zur Übung. Just for your information. So Itsuki so, wir treffen uns im Studio, direkt nachschreiben. Hey Barry, kann ich eigentlich das Studio haben? Aber wen gehört das Studio? Gehört das Barry oder irgendwie anders? Es gehört wahrscheinlich Yashiro Barry. Yashiro war ja auch im Studio. Ja.
Hat er nicht wirklich, er ist ja nicht direkt bei Fortuna Entertainment. Barry ja auch nicht. Aber er gehört schon mehr dazu, finde ich. So, er gehört ja auch mit zur Truppe fest. Und er weiß das ja auch nicht dagegen, dass... und so Bescheid. Aber es sagt ja nichts dagegen, dass er trotzdem das dass er in das Studio gehört, oder nicht? Ja gut, das stimmt auch wiederum. Ich sehe übrigens gerade, wir haben schon wieder eine neue Request. Ach ja, die Hero-Markt-Request habe ich ganz vergessen. Kannst du noch schnell zum Hero-Markt gehen? In Daitama gibt es scheinbar wieder eine Quest für später dann. Aber können wir ja nach dem Kapitel machen. Was ist da oben? Gibt es die Quest, okay? Bis gleich. Bis gleich, ich gebe dir bald schon mal rüber zum Hero-Markt. Erfüll kurz die Quest. Die habe ich nämlich wirklich komplett vergessen, dass sie da war. Schwupps. Hallo, Anna. Jiho! So. Melmark bei 2. Und ein Dekaya-Stein. Zack. Hey, guck mal, hier gibt es auch ein Poster von Marmorin. Raindrop Memories. Marmorin. Bleib ich renne. Doch, ich renne in die richtige Richtung. So. Und Zeit für das Lesson Studio. Maho! 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 Der Täter ist in diese Richtung gerannt! Der Täter ist in diese Richtung gerannt! Aber sei vorsichtig! Bitte, tu nichts übervorsichtig. Bitte, tu nichts rücksichtsloses. Oh Gott, er ist genauso schlimm wie Tsubasa. Ich weiß, du musst dir keine Sorgen machen. Der sicherste Weg, einen Kriminellen zu fangen, ist, wenn man in der Überzahl ist. Also, Achu. Mao, hast du gerade genießt? Kax, hast du Deutsch verlernt? Es ist gar nicht so einfach, wenn du nicht liest, was da eigentlich steht. Du dürft ja nicht vergessen, ich muss, während ich das lese, das gleichzeitig auch im Kopf übersetzen. Verdammt, das habe ich. Und ich werde diesen Drecksack fangen, egal was er mir entgegenwirft. Komm schon, los geht's. Gott, Itsuki. Itsuki, saigo no Maho no serifu, machigatteta wa yo. Kimezerifu no hito no mitsu te mon wo oshiete yaru yo. Oh, Itsuki, du hast die letzte Maho-Line vergessen. Du hast nicht ihre Catchphrase gesagt. Zeit, den Sinn in dich einzuprügeln. Sore to, sono serifu wa Maho ga hashiri dashinagara shabetteru serifu dakara. Außerdem sollte sie das sagen, während sie wegrennt. Behalte das im Kopf, wenn du diese Linie sagst, aber er macht doch nicht Maho. Wow, Ellie. Hä? Wow? Wow, wofür? Du hast dich selbst an Mahos Zeilen erinnert. Oh, das... Ich meine, ich hab jede Menge Szenen mit Maho. Also, natürlich erinnere ich mich an die ganzen Lines. Das wäre eindeutig nicht natürlich für mich. Das ist wirklich unglaublich. Wieso blaffst du schwarz? Das ist nichts im Vergleich zu Hollywood. Und abgesehen davon bin ich eine Starschauspielerin. Und jedenfalls wegen Tsubasa, sie hat Probleme, den Charakter vor und nach dem Niesen zu unterscheiden. Ja. Scheint so, als gäbe es jede Menge Retakes während der Szene, wenn sie niest. Das Blaschen von ihr sieht komisch aus. Ja, das ist so komisch schwarz. Fühlt sich an, als würde sie sogar Tsubasa zurückhalten. Oder sie ist sich einfach nur nicht sicher, wie sie in Charakter geht.
Tsubasa's Schauspielkunst ziemlich